Da muss ich den Wow, Zuschauern nochmal schön. sagen, dass wir ein bisschen sauer sind auf den Tom, weil er kann sich den Gottmodus anmachen, also sei Cleo, und er hat sich alles einfach gebaut. Ja. Und dann kam er hinterher noch mit dem Spruch so rüber, der liebe Tom, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, ist so langweilig. Anstatt mit uns zusammen was zu bauen, nein. Baut er da Dann alleine unter sein der Bett, Woche, ne? bin auch noch unter der Woche stundenlang an, das schon mal im L-Clip da gesehen habt. Er sagt zum Beispiel, wenn man da reingeht, dass man da ein Portal direkt zum. Aber der baut eine Steinbrücke daneben. Ja. So was habe ich nirgendwo gesehen, ehrlich nicht. Und Ja, dann noch so doch, richtig der schön Erik hat das auch ausgebaut mal und. gemacht. Der hat auch eine Ja, mein schöne Gott, okay, steinige das, Geschichte da man kann gebaut. das ja machen, aber da muss man schon wirklich lange spielen. Ja, ne, Uff. denke ich ja. Und da muss man wirklich sehr viel Langeweile haben. Oder? Ja, und vor allem ziemlich viele Rohstoffe irgendwo Also ich her, hab hier eigentlich ein Mega-Projekt vor. Und ich weiß gar nicht, ob wir das in der Hostzeit schaffen würden. ne? Weil irgendwann läuft der Server ja auch aus. Ja, ich habe auch noch so Dann ist meine ja alles Projektchen. weg. Allerdings, ich glaube, da werde ich auch gar nicht großartig mit anfangen, weil das werde ich so garantiert nicht schaffen. Also, von daher, ich wollte ja unbedingt irgendwann mal so ein Riesengebäude bauen. Schönes großes, aber ich glaube, das werde ich jetzt auch Ich nicht anbringen. hab mal ein Video von einem Minecraft-Spieler gesehen. Er hat jetzt Stadt gebaut. Geht nicht wie. Ja, wie soll ich das erklären halt? Also die Häuser waren wahnsinnig hoch. Alles Hochhäuser. Richtig moderne City. Weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also es war richtig eine Stadt. Du hast auch das Gefühl gehabt, du hast eine Stadt. Und da ist dann das Video so gestaltet, ist, dass man so aus also dem Gottmode ist er dann durchgeschwebt. Hat Musik unterlegt, war richtig gut, war richtig atmosphärisch, hat Spaß gemacht so zuzuschalten. Aber was der da gebaut hat, wie lange der dafür gebaut hat. Da hat er aber auch irgendwie auch, er hat es in Gottmodus gemacht, ist klar. Aber er hat auch dann irgendwie in der Beschreibung stehen, wie viele Steine der dafür verbaut hat und so. Und das sind Millionen. Millionen an Steinen bewegt. Krass. Es ist irre. Ja, wenn man sich das dann echt so holen muss, Er alles hat eine Stadt, eine einzeln, ne? Riesenstadt, musst du dir vorstellen, wie in New York Innenstadt. So mit solchen Hochhäusern, alle irgendwie verschieden, alles Hochhäuser, entsprechenden Autostraßen halt also durch. Es ist irre. Heftig. Wo ich mir gedacht habe, mein Gott, mir hat der Junge noch andere Hobbys. Ehrlich. Ich meine, ich finde es ja toll. Ne? Ja, aber das ist ja echt so zeitintensiv und vor allem Aber dann das das ist so, da musst du da schon dann auch wirklich noch drin. richtiger Fanat sein, also, um Ja. sowas zu machen. Und dann das auch noch womöglich nutzen und dann Nicht da doch drin richtig gut, wohnen das ist ein oder so. Creeper. Weg, nicht bumsen! Ach, er macht. Der Creeper soll nicht bumsen. Ja, vernünftig. Er hat doch Bums gemacht. Hey, das gibt's doch nicht. Wo ist denn. So, ich habe meine Hütte. Bis auf Dach wollte ich mir noch bauen. Sogar noch Pflasterstein abgebaut. Dann habe ich meine provisorische Hütte soweit fertig. Ich bin völlig überfragt, wo ich lang muss, um mir irgendwie ansatzweise das Gebiet zu finden, wo ich mal war. Brauchst du die Koordinaten oder Nee, was? Achso, also nee, so grob wo von die der Hunde Richtung sind. her, ja, wo die Hunde sind, aber das ist, Das weiß ich ich nicht. habe jetzt plötzlich hier ist nur Ozean. Der war vorher nicht da. Der war vorher nicht da. Das ist toll. Einfach nur Jawohl. noch Wasser hier überall. Ja, da kommt eine kleine Insel. Das könnte sein hier. Da ist es vielleicht das Gebiet, wo ich vorher war. Aber trotzdem. So viel Wasser. Ich meine, als ich das allererste Mal da hingegangen bin, bin ich glaube ich überhaupt nicht über Wasser gelaufen. Nein, Oh, aber das sieht ganz es gut aus. leckt so blöde. Man setzt sich manchmal Steine übereinander. Ja, der ganze Regen auch. Oh, das sieht jetzt echt mal ganz gut aus hier. Geht kaputt, los. Vielleicht sind. Es regnet. Und ich sehe eine Höhle unter Wasser. Ich hätte mir so einen Unterwassereatentrank mitnehmen sollen. Könnte ich Habe ich auch unter noch Wasser nie atmen? verwendet. Aber das gibt es, das weiß ich wohl Die sind auch. echt schön. Vor allem siehst du unter Wasser dann auch richtig was. Also wenn du unter Wasser mal bauen willst oder so, sind die echt richtig, richtig gut.
Damit sieht man. Ja, also das ist dann gleich, normalerweise, wenn du unter Wasser gehst, ein paar Blöcke tief bist, ist ja stockdunkel. Aber es ist, wenn du Ja. mit denen die einwirfst und dann unter Wasser gehst, dann ist es richtig hell. Also nicht Das ist richtig ja, hell, glaube aber ich. zumindest relativ. Kann man echt ganz Ah. gut sehen dann. Habe ich noch nie gesehen. Auch nicht irgendwo bei anderen noch nicht. Also ich meine, ist auch eine tolle Idee, mal so eine Unterwasserstadt bauen. So wie, wie hieß das noch? 20.000 Meilen unter dem Meer. Oder war Ja, das nicht? Atlantis sei hier sozusagen auch, ja. Ja, so mit Kuppelbauten aus Glas, die dann irgendwie Gold beschienen sind. Ja, haben ja auch Hat schon was? viele Ist Leute mal alles unter Wasser? Ist doch irgendwie gemacht. cool. Boah, das ist eine Menge Arbeit, aber. Ja, das ist echt ätzende Arbeit. Na gut, wenn du diesen Trank hast, dann geht es ja halbwegs. Aber trotzdem. Ist schon heftig. Hier sind Schweine, das ist auch schon mal schön. Aber Schweine sind leider keine Wölfe. Schweine. Leider keine Wölfe. Juhu! Wo sind meine Wölfe? Mein Haus ist, mein Lagerhaus ist fertig, mein Provisorium. Es reiße ich irgendwann wieder ab. Da sind Es ist Wölfe. einfach Das nur ein sind. rechteckiger Klotz. Sind das meine Wölfe? Nee, das sind wilde Wölfe. Ach, das sind wilde Wölfe. Ach, das ist ja blöd. Ich dachte, das Wieso wären die meine. folgen dir doch, die Viecher, oder? Wenn du Ja. die gezähmt hast. Ja, nee, aber das Problem ist, ich bin ja mit denen übers Wasser geschwommen und die folgen mir nicht übers Wasser so weit. Und deswegen. Ach, das sind wilde Wölfe. Aber das könnte fast die Ecke sein, wo meine Wölfe zuletzt waren. Oh, schade. Ärgerlich. Ärgerlich. Sind auch viel zu Weißt du, was wenige. toll ist? Weißt du, was richtig toll ist? Was denn? Kann jetzt durch meine Fenster gucken und kann den Creepern Und Edgebett dann klopft gleich ein Zombie an deine schlagen. Tür. Ihr könnt ja ruhig klopfen, dann macht mir nichts. Ja. Hallo. Oh. Wie ist der denn hier reingekommen? Hier ist ein. Ich wäre jetzt fast gestorben. Oh, ist ja. Wie ist das denn Wer ist reingekommen? möglich? Ach so, die können. Oh Wieso? oh. Ich hab vergessen. Oh. Oh, Das ist ein Enderman ist hier auch Problem. am Start. Nicht hauen, nicht hauen, nicht Aua, hauen. aua, nicht Skelett. Wo ist der denn durchgekommen? Böse, böse, böse. Der Zombie hat eine Karotte gedroppt. Oh, ich habe eine Karotte. Oh, jetzt geht's los. Jetzt können wir Karottenanbau betreiben. Ach, Ich herrlich. habe auch eine Karotte. Du Das hast ist auch das, was eine ich gefunden Karotte. habe. Wie du Ja, siehst, bin ich schön. gestorben. Stimmt, habe ich irgendwie so Könntest du mal zu meinem Lager? nebenbei wahrgenommen. Wegen deiner Sachen. Ja, ich habe noch nicht Du, wiederbelebt. ich brauche noch 5 Minuten etwa, mindestens, bis ich da bin. Allerdings, Ja, solange du dann. nicht in dem Bereich bist, Ich mache solange für du nicht mich in dem dann den Bereich bist, Zombie und zählt der Lauma. Timer nicht. Lauf da einfach ganz schnell hin, doch. Hast du kein Bett da gehabt? Nein! Ich habe immer noch keine Wolle. Na gut, dann mache ich mich mal auf den. Ach, Kacke, ey. Warum Ja. muss der sich denn jetzt in die Luft springen, der blöde Hund? Ich versuche mal da irgendwie hinzukommen. Ach, echt, das glaubt mir kein Mensch. Ich laufe da mal schnell hin. Naja, ich mache auch noch Stopp. Wieder schief. Nein. Warum denn? Warum hat er dich denn in die Luft gejagt, der Creeper? Mich haben die noch nie getötet, selbst wenn die direkt neben mir explodiert sind. Nein, da ist ein, oh, genau eine Stunde. Da ist so ein kleiner Zombie bei mir im Haus gespawnt. Ach, so Oder der ist einer. irgendwie durch ein Fenster gekommen. So ein kleiner, schneller Ja, Flinker. ja, Oder durchs Fenster. ja. Ja, die sind echt immer Und nervig. was haben wir den 24. Heute ist der 23. Noch Ah, haben wir den okay. 23. Ja, guck ich mal zu dir zurückzukommen, irgendwie dahin. Hast du dich denn Ja, schon ich wieder bin. belebt? Nein, mit Doch, Absicht beleb nicht. dich Nicht, doch dass. wieder, weil sonst die spawnen die Mach. Sachen wirklich gleich.
Sonst sind die wirklich gleich weg. Wenn du daneben liegst tot, dann zählt der Countdown ja. Ich habe nur eine. Das einzig Wichtige ist dabei, was ich bei. War meine Diamanthose. Ja, ich guck Rest, mal, ob ich das restliche schaffe. Restlichen gute Zeugs hat ja alles der. Ne? Ich bin allerdings echt noch ein ganzes Stückchen weg, das dauert noch eine Weile. Ich hatte Full Dia, hatte ich. Das hat er sich alles gezwackt, der Niklas. Ist ja auch schon frech. Oh nein, jetzt kommen wir wieder so ein Gebiet. Ja, er hat es mir noch nicht wiedergegeben. Naja. Und dann so hier heimtückisch, ich war eine Truhe dran und da hat er mich von hinten erschlagen. Hm. Ich habe ja gar nicht gesehen, ich wusste gar nicht, dass der überhaupt da war. Also das ist wahrscheinlich auch nur so ein halbes Herz oder sowas, ne? Zumindest nicht viel. Oh, Schlucht. Ach Mann, ey. Oh, es wird Tag. Okay. Es wird hell. Ich gucke, dass ich ganz schnell eile. Oh, das ist auch inzwischen auch meine Sachen ist auch schon geschissen, ey. Ich muss ja sowieso alles neu erfahren. Hast dich jetzt wiederbelebt? Hi. Hi, okay. Das mache ich jetzt. Okay. Hier sind ganz viele Hühnchen. Direkt am Haus, direkt an dem Lagerhaus bin ich in der Luft geflogen. Muss mal Hinterseite. Ich wollte eigentlich da dann den Fenster, ich, die Klötzchen wegmachen. So rucki-zucki wie... Der kleine Scheiß! Ich bin gespawnt. Wo bin ich denn gespawnt? Ich kann in keine Richtung gucken. Was? Tot. Oh. Und ich bin du bist unter Wasser? Wieso bist du unter Wasser gespawnt? In einem Stein gespawnt. Das ist aber gut, auch komisch. Dann bin ich aber jetzt bei mir zu Hause. Hm. Mal gucken. Wo? Oh, das kommt mir wieder bekannt vor hier, der Teil. Oh, vielleicht sehe ich sogar jetzt meine Wölfe noch. Bevor ich... Wie meine Sachen. Ja, du, ich kann nicht schneller. Ich bin immer noch etwa 1000 Blöcke weg. Oh Mann, ey. Wenn ich mein Schiff noch hätte. Aber... Ich bin ja jetzt mal bei mir zu Hause. Ja. Und dann gehe ich jetzt mal auf meine Insel. Vielleicht sind die Sachen ja gleich noch da. Das Blöde ist, weißt du, ich bin der Geschröpfteste von allen halt. Ich bin immer gestorben, ich musste alles schwer erfahren. Warum machst du dir auch eine Diamantrüstung? Das ist klar, das ist ja nur Verschwendung. Weil ich es konnte. Ja gut, jetzt ist es halt auch weg, das ist halt echt ärgerlich. Meine Kühe stehen noch, das sehe ich von hier aus. Ja, schon mal schön. Zuckerrohr steht dann noch. Ja, der Tom hat mir auch Lavafallen, hat er mir gebastelt. Hm. Ich weiß nicht, ob. Was hat denn? Warum liegt denn hier ein Schüppchen rum und zwei. Was hat der. Meine Diamantaxt. Hä? Mein Diamantschwert. Ach, hat er da hingelegt, oder wie? Kann sein, aber das müsste doch schon längst despawnt sein. Nee, wie gesagt, wenn du in dem Bereich ja nicht drin bist, dann despawnt das auch nicht. Der Timer läuft ja erst weiter, wenn du in dem Bereich wieder drin bist. Ich hab hier noch... Hose, Eisenhose... Eisenschuhe, ist ja schon mal ganz gut. Ist ja schon mal was. So, ich habe eine Diamantspitzhacke. Oh, ich bin schon wieder. Ich komme langsam wieder Richtung Gebirge. Dann, wo sind. Diamantspitzhacke habe ich. Ich wohl meine blöden Hunde gestorben sind, nicht, sondern gewartet haben. Ich glaube, ich muss mir meine eigene Folge bald nochmal angucken, um diese Hunde zu finden. So, ich guck mal jetzt mal essen. Hm? Wie viele sich hier inzwischen. Oh, Alter. Oh, hier ist Kuh. Geht's? Ach komm, ihr seid doch. Ach kommt, ehrlich. Boah. Boah, was denn? Wir haben ein Steak haben sie übergelassen. Ein Steak von dreien. Von was? Vom Fleisch? Ja, vom Gebraten. Musst du dir mal eins überbraten.
Oh, der war sehr, das war sehr ambitioniert. Ah. So, Alex, ich nehme ja noch nie auf. Ich bin mal kurz der kleine Tiger und ich mute mich kurz, ja? Okay, mach das. Mach das, Bis dann bis gleich. gleich. Ah, Gottchen. Muss ich ja mal gucken, dass ich hier hochkomme. Welchen Weg nehmen wir denn hier am besten? Ja, also jetzt für ihn die Sachen holen und danach gucke ich, dass ich wieder mich auf die Suche nach den Hunden mache. Wobei es wahrscheinlich echt schlauer ist, wenn ich erstmal gucke, wo ich die überhaupt gelassen habe. Damit ich die dann nicht 50 Jahre einfach so wild in der Gegend suche. Dann gehe ich lieber gleich nochmal in die Höhle, ne? Die Hunde können wir ja auch irgendwann anders holen. So, jetzt erstmal schauen. Das ist ja schon mal hier der richtige Weg. Es müsste ja dann hier unten eigentlich bald das Gebiet. Ach, guck mal, hier ist Eis. Ja, da ist doch Ians Bude. Was haben wir denn hier noch für ein Gebiet? Hier ist noch mal ein bisschen Lava und noch mal ein Bäumchen. Okay, aber nicht so wahnsinnig viel. Aber reicht ja. So, gucken wir mal, ob die Sachen noch alle da sind. Hinter seinem Haus. Was auch immer er da gemacht hat. Ich hoffe, der hat sich jetzt da echt ein bisschen. Oh ja, ist noch alles da. Ist ja noch alles da. Na gut, so viel hat er ja echt nicht gehabt. Kann ich das alles aufnehmen? Kann ich alles aufnehmen. Bis auf den Helm. Okay, und ja. Ach, da ist ja noch ein bisschen anderes Gedöns. Egal. Ja gut. Wird sich ihren freuen, lege ich mal alles in eine Kiste hier. So, was hat er denn hier? Schwert, Eier. Paar Pfeile, keine Ahnung. Auf jeden Fall das Zeug hier. Flint. Ach komm, Gunpowder kriegt er auch. Knochen. Meinetwegen, brauche ich auch nicht. Gravel, brauche ich auch nicht. was hat er denn hier noch gehabt von? Weiß ich jetzt nicht. Das ist meine, die hier sind nicht meine, das ist auch nicht meins. Und ansonsten. Weiß nicht, wenn noch was anderes da ist, dann soll er mir Bescheid sagen. Kommt ja gleich wieder. Aber zumindest sind die Sachen dann schon mal gerettet, dann würde er sich ja freuen. Hat da mal Glück gehabt. Und dann. Jo. Werde ich gleich mal in die Höhle spazieren. Und vorher noch die Möhre anbauen. Hä? Ach nee, die Schaufel ist jetzt weg. Oh, okay. Da habe ich ja echt Glück gehabt. Da war ja kurz vor knapp hier. War echt kurz vor knapp. Krass. Krass. War echt mega knapp. Okay, dann gehe ich jetzt hier in die Höhle. Und lege hier ein paar Sachen ab. Zack, hier die Wolle, dann die braune Wolle. Ach so, hier kommen wir eigentlich. Ich glaube, ist echt ganz geil, wenn man hier mal schon mal eine Karotte anbauen. So, wunderbar. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es hat aufgehört zu regnen auch noch. Dann gehen wir hin zu den Feldern, bei den Feldern. Und dann werde ich noch hier das letzte Stückchen Samen dann. Ach, hier haben wir ja auch Wasser direkt. Ach so, jo. Warum habe ich das nicht gleich genutzt? Das hätte ich ja gleich schon mal nehmen können zum Bewässern der Felder. Die Schweine hier, ey. So. Zack, zack. Ah, nee, das ist ja auch doof hier. Mache ich denn. Wo ist denn meine Schaufel? Habe ich keine Schaufel mehr? Ach, die ist ja kaputt gegangen. Stimmt, die ist ja kaputt gegangen. Ich vergaß. Ich vergaß. Die ist ja verschütt gegangen. So. Müssen wir hier einmal ein bisschen Wasser holen. Zack. Und dann machen wir hier das ein wenig schön. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Wunderbar. Dann hier ausbauen, ausbuddeln.
Können wir hier auch ein bisschen Wasser anlegen. Zack, 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 zack. Halt, zack, zack. Ach, ist schon. Ist schon alles. Gut, wunderbar. Perfekto. Ich glaube, dann müssen wir hier hinten nur noch einmal. Muss ich da Erde reinmachen, wäre schöner, ne? Ich glaube, das ist schöner mit Erde. Das ist ein bisschen schicker. Zack, zack. Okay. Hat ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Flair. Ist ja ein bisschen besser so. Okay. Dann hier einmal schön Wasser und Wasser und Wasser und Wasser und Wasser und Wasser und Wasser, Wasser, Wasser. Hier alles schön ein wenig dicht machen. Gut, haben wir das Feld schon mal versorgt. Das kann jetzt alles in Ruhe vor sich hinwachsen. Ach, ich brauche noch für die Höhlentour. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ach, sind doch nette kleine Häuschen hier. Sind doch nett. Sind doch nett. Also da oben möchte Ian ja seinen Vulkan bauen. Da muss ich dann gucken. Ach ja, wenn... da muss das Feld natürlich dann irgendwann weg. Das ist natürlich so eine Sache. Das wird dann natürlich nicht lange Bestand haben, wenn da weiter fröhlich das eine oder andere gebastelt wird. Und dann da die Lava runterfließt irgendwann. Dann hat das nicht mehr so einen fetten Bestand. Okay, das Holz nehme ich mit. Das Glas lasse ich hier. Die Erde nehme ich mit. Und die Angel kann ich eigentlich auch hier lassen. Und die Hoe auch. Das brauche ich alles nicht. Und die Schere eigentlich auch. Zack. So was brauche ich alles nicht, hier so ein Gedöns. So, dann machen wir uns noch einmal ein paar Spitzhacken. Zack, 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 zack. Und dann geht es nochmal runter in die Höhle. Jo, waren wir lang nicht mehr da unten. Waren wir ja lang nicht mehr. Also hier setze ich mich auch schon mal gleich auf Position. Ne, Moment. Setz mal hier hin. Man stößt sich hier doch noch den Kopf, ne? Ich muss dagegen irgendwie was machen. Das ist noch ein bisschen unfertig. Ja, stößt man sich immer noch ein bisschen den Kopf. Das ist nicht gut. Soll die noch ein bisschen verändern. Zack, 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 zack. Und dann weiter. So, dann haben wir gleich ein bisschen gemütlicheren Abstieg. Ist ja auch ganz, ganz gut. Ja, ich weiß noch nicht, was wir uns hier in der Höhle dann so machen. Ob ich hier jetzt irgendwie, weil eigentlich so viel Neues gibt es hier ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Das meiste habe ich ja schon erforscht. Ach ja, hier, da sind noch genügend, okay. Das meiste in dieser Schlucht habe ich ja tatsächlich schon irgendwie erforscht, aber es gibt hier unter anderem ja tatsächlich noch einen Haufen Kohle, den wir mitnehmen müssen. Das ist aber gut. Sack mal natürlich alles ein. Ganz entspannt. Ich bin ja nicht umsonst hier runtergegangen. Wo? Da, wieder da. Ach, da ist er wieder. Du, du kannst mal bei dir in die Kiste gucken, wenn du möchtest, dann ganz gemütlich in dem Gebirge. Da liegen ein paar nette Sachen. Oh. So eine Diamanthose und sowas. Juhu! Sehr gut. Ja, ich glaube, ich habe noch alles gefunden. Also, eine Schaufel ist, glaube ich, verschütt gegangen. Aber, also, die war da und die Gott. Konnte ich nicht aufsammeln, aber das, ich glaube, da wirst du überleben, ne? Ja. Ja. Zack. So, meine lieben Kühe, es ist Schlachtzeit. Schlachterzeit. Müsst es gut. Das sagt der Zombie sich jetzt auch. Hm? Ich bringe gerade alle Kühe um. Nur alle? Och, Menno. Ein paar kannst du halt am Leben lassen. Zum Wiederaufzüchten. Aber ein Moment. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte nicht. Ach ja, da ist der Zombie. Ich wollte schon sagen, ich höre schon wieder irgend so einen Genossen hier, so einen Gesellen. Oh, die ganzen Kühe, die tun mir einfach mu 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 mu. Ja, zwei lasse ich stehen. Ja, das ist doch super. Was ist das denn? Eine Cheetah-Kuh. Eine Cheetah-Kuh?
Die Es konnten, die ruht schon Conchita. weniger. Es, boah, Alter, wie viele Vieh? Ja, ich sehe mich denn hier. Das kann ich auch. Alex, das ist eine Schlachterei. Ich höre so ein bisschen irgendwie durchklingen. Wie willst du das? Ah! Kollege da. Die Kollege wollen alles flüchten. Nee, Zombie. nee, komm. Alles, was hier zum Eingang kommt. Kollege Zombie, ach, der ist ja schon oben hier, der ist ja schnell. Der kann ja aber schnell die Treppe hochklettern. So schnell bin ich noch gar nicht mit dem gerechnet. Kollege Base Jumper. Als wenn ihr beiden hübschen Küchen da hinten bleibt, seid ihr wahrscheinlich mit die einzigsten, die überleben. Bald würde ich stehen. Was ist da? Habe ich da was gesehen? Was Türkis ist? Nee. Ich sehe schon Diamanten wieder irgendwo, wo gar keine sind. So. Aber ich sehe auch Eisen. Da fällt mir die Fackel runter. Natürlich. Natürlich fällt die Fackel auch noch runter. So. Nur Eisen. Ich muss So, irgendwie eine schöne zwei Höhle Kühe habe finden ich für übrigens lassen. Diamanten. Zwei Diamanten habe und ich so. hier. Zwei Kühe leben noch. Ja. Ach, das sind Was habe ich schön. jetzt rausgeholt? Moment. Zack, zack. Ein Stack 44, ein Stack 44 Fleisch. Und Du 43 hättest mal ein Leder. Schwert mit Loot draufnehmen sollen. Das wäre noch viel besser gewesen. Es ist nicht verzaubert. Ich habe gerade, Ja, glaube ich, deswegen fast 30 Level in müsstest den mal Ruder eins gehauen. nehmen, wo noch Verzauberung drauf ist. Ach, gucke mal. Obwohl, meins ist, glaube ich, verzaubert. Aber nicht mit. Nein! Nein! Geh weg! Ipa! Geh weg! Machst du auf meine Insel? Komm, im Wasser kannst du explodieren. Ich bin Ich höre Skelette. Aber ich Hahaha, sehe siehst du? es nicht. Gut, dass ich dich gesehen habe. Alter, wie die sich anpirschen, die kleinen Ja, diese kleinen Nudeln. Mistzombies, ne? Ach, Creeper. die. Ja, die hört man nicht, ne? Soll Die sind auch ich schön. Aber die meine Creeper sind Getreide echt nicht so abfarmen? böse Getreide eigentlich. kann ich abfarmen, oder? Ja, Wenn es nehme ich auch gewachsen ist, mit. ja, ne? Ansonsten bringt es ja nicht so viel. Säule nehme ich auch mit. Zuckerrohr brauchen wir Zuckerrohr? Och, für einen Notfall immer. Kann man immer Ich habe gebrauchen. Wenn wir ein doch, ich paar habe komplett Bücher und Signalraketen Verzauberung. abschießen wollen, dann brauchen wir Nur Zuckerrohr. Zigarre. Okay, dann muss ich hier einen Stack Zuckerrohr Ich habe aber auch mitnehmen. Zuckerrohr in der Hütte, also das brauchst du jetzt nicht unbedingt. Kannst du auch da lassen. Jetzt. Da sind aber echt viele Rohstoffe da, ne? Echt ordentlich. Mir. Ich habe immer nur von allem so ein bisschen und dann nichts richtig. Du lass dich kaputt. Ich habe sogar 17 Netherwarzen. Oh, nicht schlecht. Na gut, davon habe ich ausnahmsweise ein bisschen mehr sogar. Die habe ich, glaube ich, vom Tom. Er hat sich in der Luft, er hat sich hier suizidiert, sag ich mal. Dann hast du die mal mitgenommen. Ich höre Jo. Spinne. Und ein Teil der kompletten Diamantrüstung war noch vom Tom. Das nicht. Jetzt, also. Oh. Ich höre ein Skelett und eine Spinne nicht so weit entfernt. Die müssen hier doch irgendwo in der Nähe sein. Oh. Schlimmer, viel schlimmer wäre, wenn ich jetzt rücklaufe, Alex. Unterwegs haut mich irgendwie. Mein ganzer Stuff ist dabei, dann kriege ich noch. Ja, das wäre echt doof. Was? Ach komm schon, ehrlich, die kommt ja auf diese Insel, könnt ihr mir das mal verraten? Die kommen hier rüber geschwommen, das geht nicht anders. Die ist so extrem ausgeleuchtet. Hier dürfte normalerweise gar nichts drauf scrollen. Und er hier mit seinem Lava-Projekt, das sieht aus, Alter. Er hat es nicht weggebracht. So, ganz mutig springe ich mal rein hier in diese Höhle. Ich Ach, eigentlich witzig.
So, habe ich auch noch. den Kollegen schon mal weg. Die Kollegin nicht. Hier So. wächst eine Blume in der Höhle. Ach, das ist ja schön. Da wächst einfach eine Was Blume. kommt vor? Ja, das ist Das kommt aber schon mal. so eine einzelne kleine treue Seele. Ach, wie schön.